Ich kann mich wirklich noch gut erinnern. Früher hieß es unter Computerfreaks immer wieder, dass nur Feiglinge Backups ihrer Daten machen. Inzwischen hat sich diese Einstellung bei weitem geändert und jeder versucht, seine Daten, ganz gleich ob es sich um Dokumente oder private Fotos handelt, sicher aufzubewahren. Es passiert laufend, dass PCs und Notebooks ihren Geist aufgeben und dann ist man froh, wenn man seine Daten extern abgespeichert hat und weiterhin darauf zugreifen kann. Gerade für kleinere Firmen, aber auch Privatpersonen trifft das zu. Es gibt dazu viele Angebote im Markt. Ein interessanter Ansatz ist der M-Rider, der nun auch in Deutschland angeboten wird. Am Telefon haben wir jetzt Herrn Guido Wörlin-Bratz, Geschäftsführer der Intersale.de, eine Plattform, auf der unter anderem der M-Rider angeboten wird. Sie geben an, dass mit dem M-Rider die Datensicherheit über einen unbegrenzten Zeitraum durchgeführt werden kann. Können Sie unseren Hörern verraten, wie das funktioniert? Die Datensicherung wird mit einem speziellen DVD-Brenner, dem sogenannten M-Rider, durchgeführt. Sie haben hier die Möglichkeit, über den vorhandenen USB 2.0-Anschluss diesen mit dem PC, Notebook, Mac und auch anderen Geräten per Plug and Play zu verbinden und schon können Sie mit der Datensicherung loslegen, um die zu sichernden Daten auf die M-Disk zu brennen. Die M-Disk ist eine spezielle CD mit einer speziellen Beschichtung, die zwischenzeitlich auch im Weltall erprobt worden ist. Diese kann weder überschrieben noch gelöscht noch durch natürliche Einwirkungen wie zum Beispiel Hitze oder Kälte beschädigt werden. Und wie geht's dann weiter? Die M-Disk kann problemlos an jedem Ort aufbewahrt werden. Damit wird sie sowohl für Privatpersonen als auch für kleinere Unternehmen und insbesondere Dienstleistern interessant. Die Dienstleister setzen sich hier zum Beispiel aus den Steuerberatern, Rechtsanwälten, aber auch aus Unternehmen, wo die Geschäftsführung besondere Ansprüche an der separaten Sicherung der Gesamtunternehmensdaten hat. Somit ist sie hier unabhängig von den staatlichen Vorschriften zur Archivierung der geschäftsrelevanten Dokumente. Nachdem der M-Rider mit jedem herkömmlichen DVD-Player kompatibel ist, stehen die Files jederzeit auf jedem Abspielgerät zur Verfügung. Sicher wird unsere Hörer nun noch interessieren, was diese Backup-Lösung denn kostet und vor allem, wo bekomme ich im Internet denn weitere Informationen? Man muss das in Relation zu anderen Angeboten sehen, wo auch Geräte zum Einsatz kommen und eine dauerhafte Datensicherung auf externen Einheiten das Ziel ist. Entweder sind diese Lösungen sehr komplex, erfordern einige Fachkenntnisse, oder man muss das Gerät oder die Festplatte von einem Ort zum anderen transportieren. Beim M-Rider haben Sie den Vorteil, dass sie da jederzeit einsetzbar ist, an jedem beliebigen Ort, weil er klein, kompatibel und demnach auch transportabel ist. Der empfohlene VK-Preis liegt derzeit bei ca. 350 Euro inklusive einem Fünfersatz von M-Disk. Dieser Preis wird sich in Zukunft natürlich verändern, wenn die Nachfrage auf dem Markt entsprechend gegeben ist. Auch wird es zukünftig möglich sein, in vorhandene PCs oder in Notebooks bereits von Herstellern vorgefertigte Elemente mit einzubauen, sodass Sie dann einen M-Rider bereits in Ihrem Notebook mit eingebaut geliefert bekommen gegen einen geringen Aufpreis. Bestellmöglichkeiten und weitere Informationen hierzu finden Sie unter www.intersale.de.